Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind bei Simotrans wieder mit dabei. Und zwar Folge 279. Wir haben letztes Mal hier die Route Döbeln-Altenau gehabt. Die können wir ja mal hier aufrufen. Und dann haben wir die Schiffe ausgetauscht, ne? Zwei sind da noch unterwegs. Das ist noch losgefahren und das andere ist schon fast da. Und dann fliegt das auch raus, ne? Das hat man ja noch eingestellt. Und wir haben diese schicken neu gemacht. Und habe jetzt gerade so überlegt, dass wir hier mal sowas machen. Dann kann der woanders hinfahren. Und bei dem machen wir das auch. Der fährt dann dahin. Ist das richtig? Oder? Ja. Okay, jetzt fahren die zwei dahin. Ich hoffe, das ist so richtig. Dann sind nicht alle auf der gleichen Stelle unterwegs, obwohl vielleicht bei der Zufahrt ist das dann nachher sowieso identisch. Haben wir das? Und dann kriegen wir die Passagiere da auch weg. 27.000. Ich hoffe, das war alles so richtig, was ich da geplant habe, ne? Okay, dann gehen wir nochmal hier in die Haltestellenliste. Bezeichnung wartend. Ja, wartend war schon richtig, aber absteigend. So, jetzt ist hier Döbeln-Waldweg. Ich glaube, das war jetzt hier nicht das, was wir hatten. Das waren Güter. Und die werden ja schon gemacht. Da sind wir schon gewesen, also. Hier stehen Paletten, Eier und Südfrüchte. Okay, dann sollten wir vielleicht da mal reingucken. Hier an dieser Haltestelle ist das, ne? Oder? Nee. Das ist es nicht, oder? Nee, das ist hier am Dingens. Am Marktplatz sind wir. Ah, jetzt ist da gerade ein LKW, ne? Und das ist schon passend. Dann ist es definitiv der Marktplatz. So, Eier und Südfrüchte sind das Problem. Und wo sollten die hin? Die Eier. Brauerei im Markt. Nee, Döbeln Hafenmarkt. Das ist Milch. Das ist also nicht. Getreidehofmarkt. Was transportiert der hier jetzt gerade? Backwaren. Zur Gastwirtschaft, okay. Das kann es da nicht sein. Ist das Marktmühle dann? Ja, eine Palette Eiermarkt. 12 Paletten Obst. Wo die Südfrüchte sind, weiß ich nicht. Stück gut. Für Lebensmüll. So, da steht immer nur Waren, die hier angeliefert werden können. Ja, ist klar. Sag jetzt nicht, hier sind so viele Südfrüchte, die auf dem Markt verkauft werden sollten. Wo ist er denn jetzt, der Markt? Oh, so groß ist das hier schon. Krass. Da unten ist der Markt. Südfrüchte sind 7 da, ne? Läuft also. Aber an der Haltestelle liegen Tausende von Südfrüchten. Wo sollen die denn dann hin? Ach so, dahinter steht's ja, ne? Man muss nur gucken, ne? Dann sieht man das auch. Muss ich mal größer machen. Klosterbrauerei läuft das lang, okay. Und das andere auch. Und da steht die Paletten Zucker, ja, die laufen ja auch. Also die Route vom Markt zur Klosterbrauerei, die ist jetzt gerade unser Problem. Marktmühle ist es nicht. Die brauchen wir gerade nicht, die Liste. Hier ist es, ne? Ne, auch nicht, das ist ein Schiff. Hier ist es vielleicht. Ne, oder? Lieferanten, Kunden.
Nee, das war jetzt hier nichts. Das bringt mir nicht weiter. Der Mark bringt mich nicht dahin, wo ich hin will. Der fährt im Kanal, okay. Ist dahinter noch was versteckt? Nein, ist es nicht. Das heißt, wir müssen da nochmal irgendwo hin. Und zwar Verbindung. Und Marktmühle, Betreuhof, Dömen, Brauerei. Das hier, Klosterbrauerei. Das ist hier unsere Linie. Und die muss mehr Fahrzeuge dann haben. Oder wir müssen da was anderes überlegen. Aber da kann man nichts anderes überlegen. Das ist mitten durch die Stadt. Brauereimarkt ist gefragt. Gut, das bedeutet, wir gehen jetzt mal hier hin. LKW. Ja, Stückgut ist gefragt, ne? Wir nehmen mal die Eier jetzt gerade. Wir gehen hier rein. 26 Paletten und da auch 26. Geschwindigkeit ist gleich. Und hier 9, 12, 12, 12, 14. 14 Paletten. 13, 13. Das sind dann 25. Das heißt, so ein Sattelschlepper kann mehr. Was ist der Unterschied? 1 Cent. Stückgutcontainer. Ja, ist eigentlich so ziemlich egal, was du da machst, oder? Der ist etwas günstiger, also. So, 80 konnte der. Können die auch nur. Der hat die meisten PS, der beschleunigt also am schnellsten. Dafür kostet er auch 5 Cent mehr. Macht die Beschleunigung sowas aus? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme den hier. Der ist billiger. Und ich glaube, der passt auch besser zueinander. So, jetzt kriegt er jetzt noch die Linie. Das war Brauerei Markt. Und dann müssen wir ein paar Mal kopieren, ne? So, jetzt fahren sie. Schnappen wir uns den, wenn wir den erwischt haben? Ach, natürlich nicht, ne? Ist klar. Jetzt haben wir den aber erwischt. Jetzt gucken wir, wie der 26 Paletten durch die Gegend bringt, oder? Sollte funktionieren dann. Er hat hier immer noch Lieferung. So, der hat 26 Paletten geliefert. Hier ist noch keiner drin. Wo sind die? Mitten irgendwo im Nirvana. Der ist da auch im Nirvana. Ah, ich glaube, jetzt habe ich den falschen, aber ist auch egal. Und der fährt woanders lang. Ein einziger fährt anders. Okay. Gut, aber das passt dann schon. Ja, lass mal eins von den neuen da und dann gucken wir weiter. Das kann weg. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die Paletten werden jetzt weniger, will ich hoffen. Wo ist denn der jetzt? Warum versteckt er sich hinter dem Hochhaus? Ach, da ist Anlieferung. Okay. Okay, alles klar. Ist da so ein Stau jetzt? Ach nee, der steht hier hinter. Okay. Bei der Einfahrt. Okay, wir haben hier zu wenig Haltebuchten, wie man sieht. Einbahnstraße sieht so aus, als ob das jetzt gerade keinen interessiert hat, oder? Ah ne, Einbahnstraße ist raus. Ja, passt doch schon, ist schon richtig. Hier steht einer, da steht einer. Linie Brauerei Markt ist jetzt wahrscheinlich das Problem, dass wir da hier 100% Rad auf der Klosterbrauerei haben. Und das ist unser Problem schon mal. Ja, dann sollten wir dann die 100% da vielleicht rausnehmen, ne? Ja, und jetzt läuft es dann auch wieder. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Der steht jetzt leer da, der auch. Aber ist nicht schlimm. Die sollen jetzt auch die Eier und so Südfrüchte hierher bringen.
Okay. Das ist hier unser Top-Fahrzeug. Das hat ja auch schon Plus. Folgen wir mal gerade. Er braucht nicht mehr lange, dann ist der auch von der Karte. 31. Steht er gerade an der roten Ampel. Ah, nicht ganz, ne? Aber rechts vor links war da wenigstens. 22, 21, 19. Okay, der hatte die Anfahrt, die kostenlos war, also die auch gekostet hat, aber nichts gebracht hat. Aber ich glaube, er fährt so oder so schon ins Plus. Selbst wenn er nur eine Fahrt hat. Jetzt 8,30 €. Ja, und er hat geladen. Also, Rückweg muss er auch noch, ne? Dann wird er vielleicht doch ins Minus fahren erst. Komm hier, zack, einmal schneller. Ja, da fährt er ins Minus. Ins Minus. 8,30 hatten wir aber eben beim Abliefern. Und ah, das sehe ich jetzt schon, dass der definitiv 6, 38, 38, 60 und dann macht er plus. Also er hat jetzt 30 bei der Fahrt plus gemacht, so wird sich das immer weiter steigern. Passt. Die machen plus, brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Höchstens hier, dass da irgendwann nichts mehr da ist, aber pff, das wird noch einige Tage dauern, bis die das weggebracht haben, würde ich sagen. So, das Schiff soll nicht laden. Ach so, der hat Gäste nicht nur von einem Anleger gehabt, sondern auch von einem anderen Anleger, deswegen fährt er immer noch. So, er hier, weiß ich was, ich mache mal nochmal gerade schneller. Dann legt er da jetzt irgendwo gleich an, ne? Da ist er jetzt gleich. Alter Elbtunnel Hamburg. Und jetzt hier zack, 1000 Leute drin, ne? Wahrscheinlich nicht. Hier gibt es gar keine Leute. Doch, aber nicht in die Richtung, wo er fährt. Dann ist er das jetzt, der hier so rumfährt und dann da weiter? Nee, ne? Jetzt. Der hat auch keine Leute. Und ist tatsächlich, der hat zwar einen kleinen anderen Weg gefahren, aber es ist fast das gleiche. Verfolgen wir das Ganze nochmal und fahren auch gerade mit. Ah, das war falsch. Können wir nachher mal reingucken auch, ne? Hier waren wir richtig. So, jetzt müssen hier 1000 Leute rein, ne? Hat natürlich schon fast 12.000 Miese gemacht. Der ist schon voll. Und der ist auch voll. So, zack. So, gibt's da schon Kohle? Ja, 4000. Zack, weiter. Beide sind, nee, der eine ist noch nicht mal voll, der eine ist voll, der andere nicht. Okay. Schauen wir mal, wie das da wird. Der unten wird dann richtig Geld machen, aber der oben nicht. Meine Güte, das sind ja Meilen. Da dachte ich, mit dem Schiff wäre das sinnvoll, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Mal gucken, wie viel der Anleger jetzt abwirft hier. 19 und 19. Ich glaube, der ist zuerst da, ne? Ah, 6000, das war ja doch einiges. Und der hier, der macht natürlich Plus. Er ist nicht voll und er hat gar keinen drin. Das ist ja jetzt ganz doof, ne? Wo waren denn diese vielen Leute, die da irgendwo hin wollten? Dann ist da ja was falsch gelaufen bei meinen Berechnungen. Oder der nächste Anleger hat das. Das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir gucken. Eine Ölplattform hätte noch ein paar Leute mitnehmen können, ne? Wir werden sehen, was es jetzt bringt. Meine Südfrüchten halten wir jetzt an, oder? Siebzehn.
Okay, wieder auf 6 runter, aber er hat noch Geld drauf. Kriegt natürlich keiner rein, ist klar, weil nichts los ist und er hat nichts. Da haben wir irgendwo was falsch geguckt. Hier stehen 5000 Leute, die wollen aber woanders hin. Da steckt einer fest. Jetzt muss ich erst den anderen Hafen noch einmal anfahren. 7. Der bringt jetzt 1000 Leute weg. Das heißt, der muss hier Asche machen. Ah, doch nicht. Der hat die 1000 reingepackt, der auch. Okay. Gut, hier sieht's cool aus. Was macht ihr hier? 25 Viecher, aber keiner bringt sie durch die Gegend. Das heißt, hier läuft was falsch. Warum sind hier schon Viecher? Voll doof, oder? Nee, da war falsch. Da, da. Machen wir mal nach da. Alte Station machen wir hier. Warte mal, da kann man durchfahren, ne? Dann lass uns das da noch mal ein bisschen basteln hier. Ja. Mach's erstmal so. Okay, jetzt fährt einer weiter. Kann er denn da durchfahren? Nee, nur ein Stück weiter vor. Warte mal, der ist hier dann ja. Das ist über. Kann man abreißen. Das war eine tolle Idee. Aber ist erstmal so. So. Machen wir wieder Lupe an, ist besser wie wegmachen. Und der kann jetzt erstmal hier, zack, fahr mal weiter hier, du bist hier falsch. Blockierst gerade alles. Ich hoffe, ja, der fährt durch, der nächste LKW. Ja, sieht doch erstmal gut aus, oder? Einer fährt auf jeden Fall raus, der Milch-LKW fährt auch wieder raus. Viehtransporter stellt sich hinten rein, das ist schon mal immer gut. So, ein, zwei halt sind für den Milchtransporter noch frei. Die drei Vieh, die stehen woanders. Wir müssen aufpassen, dass nicht an der Bushaltestelle einer stehen bleibt. Dann haben wir ein Problem wieder. Dann staut sich's wieder. Jetzt sollten wir die Bushaltestelle da wegnehmen und die woanders hin basteln noch schnell. Ist zwar nur eine Optik, aber wir machen es mal, ne? So, hier machen wir schnell ein Einbahnstraßenschild hin. Und vielleicht sollten wir es da auch machen, oder? Aber da steht schon sofort der Wegweiser dahin, ne? Die Bushaltestelle wollten wir dann versetzen. Machen wir hier hin. Und dafür nehmen wir die andere weg, ne? Passt. Gut. Jetzt pass auf. Die Linien, die hier anhalten, hatten natürlich da ihren Wegpunkt. Wetten. Zack. Zack. So, das habe ich schon irgendwo offen. Oder? Ne, Verbindungen sind hier. Ah, nee, da vorne war es. Aber hier ist gar kein Halt, ne? Oder? Ach so, das war mein Zeiger. Okay, dann ist nicht schlimm. Der passt. Das war die Linie. Und die Linie hat den Halt auch da. Naja, dann ist alles gut. Dann wollen wir nichts gesagt haben. Der steckt fest. Nein, steckt er nicht. Der ist nämlich schon wieder weg. Hier sind 1000 Leute drin. Da
Da waren auch 1000, ne? Ne, 669 nur noch. Hier ist erledigt. Die Viehtransporter können auf Vieh warten, während die anderen noch... Oh, da kommt noch einer. Aber ist ja egal, wir haben ja jetzt umgebaut. Sollte ja easy going sein, so ist es. Ah, guck mal, die fahren jetzt hier oben auch wieder raus. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. Dann hat die Einbahnstraße hat's hier doch gebracht. Gut. Die tuckern hier noch ein bisschen länger lang. Das machen wir mal gerade schnell, aber dann machen wir Verfolgen da. Der hat 8000 Miese, hat natürlich nicht vollgeladen. Das heißt, der kommt auch nicht ins Plus. So bei 3000, ne, 6000 bleibt er wohl. Der da unten, der hat natürlich wieder voll Plus, ne? Na komm schon. Boah, dauert ewig, bis der da am Hafen ist. Da kommt er. Gut. 14.000, das ist 7.000, 8.000 miese, wa? Oh, der macht 14 plus. Wow. Das war teuer. Dann kriegt er hier richtig viel Geld. 47. Ja, ich glaube, dann brauchen wir da nicht drüber nachdenken. Das macht einen guten Kurs. So, wir gucken hier nochmal rein. Marge 29%, das ist gut. Man sieht sie kaum, aber hier oben war sie auch schon mal. Jetzt ist sie hier irgendwo am Rumflümmeln. Farbe ist jetzt nicht so ideal. Marge erledigt. Kontostand ist 88. Ich glaube, wird aber weniger. Ich glaube, wir haben schon mehr gehabt. Betriebsgewinn sieht so aus, steigt. Bruttogewinn sieht so aus, ist auf jeden Fall über Null. Aber wichtig ist, dass die Marge schwarz ist, dann machen wir Plus. Ja, guten Fahrzeugwert haben wir auch. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn es nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.